Sie hören das Radiokolleg. Judith Brandner begrüßt Sie als Moderatorin am Mikrofon. 4. März 1933. Franklin D. Roosevelt wird Präsident der Vereinigten Staaten. Er übernimmt kein leichtes Amt. Die Lage im Land ist trostlos. Die große Depression ist am Höhepunkt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 25%. Die Löhne sind in den Keller gerasselt. Roosevelt versucht, der Krise durch ein revolutionäres Programm gegenzusteuern und setzt dabei auf linke Maßnahmen. Sein New Deal schrieb Geschichte, erzählt nun gleich Günter Keindelsdorfer. Die frühen 30er. Musikalisch waren das die goldenen Jahre des Swing, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Die schwungvollen Rhythmen, mit denen Bandleader wie Paul Whiteman oder Benny Carter ihr Publikum verzückten, sollten auch über die desaströse wirtschaftliche Lage hinwegtrösten. Seit dem Börsenkrach von 1929 war die US-amerikanische Industrieproduktion um 50% gesunken. Die Durchschnittslöhne waren um 60% niedriger als in den Boomjahren vor dem Crash. Und die Arbeitslosenrate hatte sich innerhalb kürzester Zeit auf 25% verdreifacht. In der Wall Street liefen die Leute herum wie Gespenster. Es war wie in Tod auf Urlaub. Erinnerte sich der New Yorker Industrielle Arthur A. Robinson an die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Es war sehr düster. Leute, die gestern noch in Cadillacs rumgefahren waren, waren jetzt schon glücklich, wenn sie das Fahrgeld für den Omnibus hatten. Einer meiner Freunde sagte zu mir, wenn das so weitergeht, müssen wir alle betteln gehen. Ich fragte, bei wem? Washington, D.C., March 4, 1933. A spectacular climax in a world of dramatic events. The inauguration of President Roosevelt. Military men marching to sharp commands, while throughout the nation, 13 million buck privates shuffle along in the biggest army of unemployed America has ever known. Als Franklin D. Roosevelt im Frühjahr 1933 als Präsident der USA vereidigt wurde, war die Lage im Land verzweifelt. Jedes fünfte Kind in New York litt an Unterernährung. In Oklahoma City forderte die Stadtverwaltung Restaurantbesitzer auf, Essensreste von den Tellern zu kratzen und sie an Arbeitslose zu verteilen. 12,5 Millionen Erwerbslose hätten für einen Job alles, aber auch wirklich alles getan. Ed Paulson etwa schlug sich damals auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise als Gelegenheitsarbeiter in San Francisco durch. Der legendäre Rundfunkjournalist Studs Terkel hat ihn für sein Buch »Der große Krach« interviewt. Ed Paulson erinnert sich da an die Situation Anfang der 30er Jahre. Ich stand meist um 5 Uhr auf und ging zum Hafen. Außerhalb von Spreckels Zuckerraffinerie, draußen vor den Gittern, standen Tausende von Männern. Dabei wusste man ganz genau, es gab nur 3 oder 4 Jobs. Der Knilch kam raus mit 2 schmächtigen Polizisten und sagte, ich brauche 2 Leute für den Aufsichtstrupp, 2 für Silo. 1000 Leute kämpften dann wie ein Rudel Alaska-Hunde, um was abzukriegen. Aber nur 4 von uns gelang es. Szenen dieser Art spielten sich überall ab zwischen San Francisco und Washington, D.C., als Franklin D. Roosevelt am 4. März 1933 seinen Amtseid ablegte. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Roosevelt hat nicht ganz zu Unrecht das Image, eine Art Revolutionär in der amerikanischen Politik zu sein. Erklärt der Wiener Wirtschaftshistoriker Peter Berger. Anders als sein Vorgänger Herbert Hoover, der auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertraute, setzte Roosevelt von Anfang an auf massive staatliche Interventionen. Anders sei der Depression nicht beizukommen, erklärte Roosevelt in seiner berühmten Amtsantrittsrede. This is a day of national consecration. Das ist ein Tag des nationalen Wandels. Wir brauchen uns nicht davor zu fürchten, die Zustände in unserem Land offen und kühn zu analysieren. Denn diese großartige Nation wird weiter bestehen.
sie wird wieder aufleben, wird blühen. Und lasst mich bei dieser Gelegenheit meinem festen Glauben Ausdruck geben, dass das Einzige, was wir fürchten müssen, die Furcht selbst ist. Die namenlose, unvernünftige, unberechtigte Furcht, die uns lähmt und daran hindert, den Rückzug in einen Vormarsch zu verwandeln. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. New Deal nannte Roosevelt das ambitionierte Programm, mit dem er der Wirtschaftskrise zu Leibe rücken wollte. New Deal, mit diesem Ausdruck wird im Amerikanischen das Neuverteilen der Spielkarten beim Pokern oder anderen Kartenspielen bezeichnet. Die wesentlichen Komponenten dieses New Deals waren erstens eine wesentlich stärkere Überwachung der Börsen, erläutert der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Schulmeister. Zweitens eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit. Drittens, und das ist das Bekannteste, der Versuch, die Wirtschaft zu beleben durch ganz massive Investitionen in die Infrastruktur von öffentlichen Gebäuden, Autobahnen bis zu Brücken und insbesondere die berühmten Energieprojekte, also die Staudämme im Tennessee Valley. Sehr wichtig die Einführung einer staatlichen Pensionsversicherung, einer Arbeitslosenversicherung, die Einführung von Mindestlöhnen und ein Steuersystem, das außerordentlich stark progressiv gestaltet wurde, das heißt sehr niedrige Steuersätze für die Einkommensschwachen und bis zu 90% Grenzsteuersatz für die Spitzenverdiener. Das hat Roosevelt bei den Spitzenverdienern nicht gerade populär gemacht. Dass er von der amerikanischen Rechten gehasst wurde, wie kaum ein Präsident vor oder nach ihm, hängt nicht zuletzt mit Roosevelts ambitionierter Sozialgesetzgebung zusammen. 1935 setzte er mit der Mehrheit der Demokratischen Partei in Senat und Repräsentantenhaus den Social Security Act durch. Ein revolutionärer Schritt für die USA. Zum ersten Mal gab es Ansätze einer Pensions- und einer Arbeitslosenversicherung. Roosevelt im O-Ton. We can never insure 100% of the population against 100% of the hazards and vicissitudes of life. Wir können nicht 100% der Bevölkerung gegen 100% der Gefahren und Risiken des Lebens versichern. Aber wir versuchen mit diesem Gesetz, den Durchschnittsbürgern und ihren Familien einen gewissen Schutz vor den Gefahren der Arbeitslosigkeit und der Armut im Alter zu geben. Franklin D. Roosevelt war der linkste Präsident, den die USA je hatten. Der Politikwissenschaftler Anton Pelinker mit einer Standortbestimmung. Aus europäischer Sicht wüsste man Roosevelt als Sozialdemokraten bezeichnen. Aus amerikanischer Sicht war er ein Liberaler. Aber liberal in den USA ist ja auch links von der Mitte. Insofern, glaube ich, war Roosevelt ein undogmatischer, pragmatischer Linker. Das ist ja eigentlich auch eine Definition der Sozialdemokratie so rund um 2000 in Europa. Dabei kam Roosevelt, der seit einer Polioerkrankung 1921 im Rollstuhl saß, aus einer der privilegiertesten Familien der weißen amerikanischen Oberschicht. Die Welt, in die Franklin Delano Roosevelt hineingeboren wurde, war die wohlhabende, vornehme, selbstbewusste und snobistische Welt der Hudson-Aristokratie im Bundesstaat New York, schreibt Alan Posener in seiner lesenswerten, bei RoRoRo erschienenen Roosevelt-Monographie. Der mächtige und träge dahinfließende Hudson River, auf dessen hohen, dicht bewaldeten Ufern diese vom Glück ausgezeichneten Menschen ihre Villen und Schlösser bauten, dieser Hudson River beherrschte ihre Fantasie. Angesteckt von der deutschen Romantik sahen sie den Fluss als einen amerikanischen Rhein. In diesem distinguierten Milieu wuchs Roosevelt auf, als verhätscheltes, von seinen Eltern liebevoll gefördertes Kind. Ein Kapital, von dem FDR, wie er später genannt wurde, ein Leben lang zehrte. Der Unterschied zwischen arm und reich ist zu groß, diktierte Roosevelt Ende der 30er Jahre seinem Biografen Emil Ludwig in den Notizblock.
Die Söhne und Töchter aus reichem Hause seien in besonderem Maße gefordert, sich für eine Aufhebung der Klassenschranken einzusetzen, meinte Roosevelt. Und sie seien auch geeigneter dafür als Menschen aus unterprivilegierten Schichten. Wer für sein Brot nicht zu sorgen hat, ist sicherer und freier. Wer von unten kommt, behält noch spät bittere Erinnerungen an seine Jugend, und so liebt er oft weniger die Menschen. Der Armgeborene hat Ressentiments. Ich kann keine haben. Today we stand committed to the proposition that freedom is no half and half affair. If the average citizen is guaranteed equal opportunity in the polling place, he must have equal opportunity in the marketplace. Roosevelt hat das Kunststück zu Wege gebracht, linke Anführungszeichen Werte, die in Amerika tendenziell verpönt sind, fruchtbar zu machen, fruchtbar werden zu lassen. Er hat aber auch etwas geschafft, was nicht unterschätzt werden darf, nämlich die Bereitschaft in Amerika bei der Bevölkerung zu bewirken, in den Krieg einzutreten. Und es war erst der Krieg gegen Hitler und den japanischen Militarismus, das darf nicht vergessen werden, der die Arbeitslosigkeit in den USA endgültig beseitigte. Der New Deal konnte zwar die schlimmsten Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise mildern, die Arbeitslosigkeit vollends zu eliminieren, vermochte er nicht. New Deal hat bedeutet, glaube ich, hauptsächlich, dass diese Frontier-Mentalität und die Vorstellung, dass Amerikaner Leute sind, die durch Individualismus getrieben, auf der Suche nach Freiheit, wirtschaftlich autonom handeln. Jeder sorgt für sich selbst, das große Geld liegt auf der Straße, man muss nur hart arbeiten und so weiter. Ich glaube, diese extrem individualistischen Vorstellungen sind abgedämpft. Die Vereinigten Staaten werden ein Land, in dem Regierungspolitik salonfähig wird. Also Regierungspolitik heißt Eingriff der Regierung in das Wirtschaftsleben. Ich glaube, dass man Roosevelt Dinge verdankt, zumindest im Ansatz, die heute noch nachwirken. Es gibt eine rudimentäre Krankenversicherung, es gibt eine rudimentäre Sozialversicherung im weitesten Sinne. Es gibt Eingriffe in das Verhalten von Unternehmungen, also eine wesentliche Rolle gespielt haben diese Codes of Conduct, wie benimmt man sich, was ist fairer Wettbewerb unter Industrien. Und ich glaube, dass das eine, wie schon gesagt, revolutionäre Angelegenheit in den Vereinigten Staaten gewesen ist. Franklin D. Roosevelt als Reformist mit revolutionärer Wirkung. Das ist eine Bewertung, der sich auch der Salzburger Historiker Reinhold Wagenleitner anschließt. Er wird in allen Umfragen bei US-amerikanischen Wissenschaftlern immer mit George Washington und Abraham Lincoln als einer der drei größten Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeschätzt. Ich persönlich würde dem zustimmen. Es gibt natürlich einige Abstriche, aber er hat sozusagen zwischen dem stalinistischen Fünfjahresplänen und zwischen dem Aufkommen des Faschismus in Italien und später dann selbstverständlich 1933 in Deutschland hier einen Mittelweg gewiesen und eine völlig neue Koalition gegründet. Er hat sich auf die arbeitenden Menschen gestützt. Er hat sich vor allem auch auf die African Americans, auf die Schwarzen gestützt. In seiner Koalition waren sowohl die katholischen Wähler der USA und Wählerinnen als auch die jüdischen Wähler vorhanden. Er hat die Bauern einbezogen in seine Koalition und er hat das Kunststück zusammengebracht, die südstaatlichen Demokraten. Allerdings hatte hier dann natürlich auch immer Kompromisse machen müssen. Zum Beispiel hat er die Lynch-Gesetze nicht abgeschafft, aber die südstaatlichen Demokraten in diese, und die sind alles andere als liberal gewesen, in diese Koalition hineingebracht und dadurch den Liberalismus in den USA vollkommen neu definiert. New Deal. Wie Franklin D. Roosevelts Sozialreformen die USA veränderten. Gestaltung und Präsentation Günter Keindelsdorfer. Nachhören können Sie diesen Beitrag heute Abend in der Radiokolleg Abendausgabe um 22.15 Uhr, ebenso wie unseren Beitrag über die Galapagos-Inseln. Der wird ebenfalls wiederholt.
Die heutige Wirtschafts- und Finanzkrise erinnert so manchen an die Folgen des Börsencrashs im Jahr 1929 und an die große Depression in den 30er Jahren. Auch wenn sich die Situation gewiss nicht eins zu eins übertragen lässt. Damals hieß der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und er erfand ein umfangreiches und für die USA neuartiges und revolutionäres Sozialprogramm, den New Deal. Wie erfolgreich war er eigentlich damit und wie ist die Sozialpolitik des Franklin D. Roosevelt aus heutiger Sicht einzuschätzen? Das hat Günter Keindelsdorfer in einer Collage aus historischem O-Ton-Material und Expertenmeinungen darzustellen versucht. Mit frommen Chorälen allein war der verheerenden Wirtschaftskrise nicht beizukommen, die die industrialisierte Welt Anfang der 30er Jahre heimsuchte, auch die USA. Ganze Landstriche waren verelendet, Kinder liefen in Lumpen herum, viele Menschen hungerten, nicht nur in den Großstädten. Die Situation im Land war verzweifelt, als der demokratische Präsidentschaftskandidat Franklin Delano Roosevelt im November 1932 mit einer Mehrheit von 57% zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit setzte Roosevelt einen Wirbelwind dirigistischer Maßnahmen ins Werk, die unter dem Namen New Deal in die Geschichte eingingen. In seiner Inauguralrede verkündete Roosevelt am 4. März 1933: Our greatest primary task is to put people to work. Die wichtigste Aufgabe, vor der wir stehen, ist es, den Menschen Arbeit zu geben. Das ist kein unlösbares Problem, wenn wir weise und mutig vorgehen. Teilweise kann die Regierung selbst Arbeitskräfte anwerben. Schließlich müssen wir den Notfall der Massenarbeitslosigkeit wie den Notfall eines Kriegs behandeln. Durch diese Anwerbungen können wir wichtige Infrastrukturprojekte in Angriff nehmen, die die Benutzung unserer großartigen natürlichen Ressourcen stimulieren und reorganisieren. Er hat den Leuten eine Art Hoffnung geben können, obwohl sie alle wussten, dass das nicht unbedingt konkret sein musste. Das heißt, auch wenn sie keine Arbeit hatten und wenn sie wussten, dass sie vielleicht bald keine bekommen, haben sie gemeint, es ist doch nicht alles am Ende. Der in Wien lehrende Historiker Mitchell Ash, aufgewachsen in Louisville, Kentucky, betont vor allem den psychologischen Aspekt des New Deal. Der stets optimistische Franklin D. Roosevelt, Spross der weißen amerikanischen Upper Class, hat es meisterhaft verstanden, den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Eine wesentliche Rolle spielten dabei seine berühmten Fireside Chats, zu Deutsch Kaminplaudereien, mit denen sich der Präsident regelmäßig via Radio an das amerikanische Volk wandte. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks. Er hat sehr früh verstanden, dass wenn er mit dem amerikanischen Volk spricht, hält er damit einen Kontakt aufrecht, der sehr geschätzt wird. Und es ist gut belegt, dass die Hörerschaft dieser Gespräche sehr groß gewesen ist. I can assure you, my friends, that it is safer to keep your money in a reopened bank than it is to keep it under the mattress. Roosevelt hat sicherlich die neue Qualitätsstufe der Medien in seiner Präsidentschaft richtig erkannt und eingesetzt. Analysiert der Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Das damals neue Medium, das er meisterhaft benutzt hat, war das Radio. Seine Fireside-Chats waren also natürlich auch aufgrund seiner Fähigkeit, komplexe Sachverhalte relativ einfach und verständlich auszudrücken und das auch noch mit einem großen Sympathiegehalt zu versehen. Da war er ein Meister. 80% der Wörter, die Roosevelt in seinen Kaminplaudereien verwendete, waren Teil der 1000 meistgenutzten Vokabeln der Amerikaner.
Roosevelt war eine echte Medienbegabung, wie der Salzburger Historiker Reinhold Wagenleitner betont. Seine Fireside-Chats waren sprichwörtlich und hatte eine hervorragende Stimme. Man hat das Gefühl, als Zuhörer, als spräche der Präsident, und das ist wirklich zum allerersten Mal der Vereinigten Staaten, mit einem persönlich. Das heißt, er wandte sich mit Hilfe dieses neuen Mediums direkt an die einzelnen Menschen, und das ist hervorragend angekommen. You people must have faith. You must not be stampeded by rumors or guesses. Let us unite in banishing fear. Roosevelt gab den Menschen nach 3,5 Jahren Depression das Gefühl, dass es wieder aufwärts ginge mit den Vereinigten Staaten. Und er tat etwas dafür. Er ernannte den ehemaligen New Yorker Sozialarbeiter Harry Hopkins zum Chef der Works Progress Administration, einer Organisation, die gewaltige Infrastrukturmaßnahmen in Auftrag gab. Zehntausende Schulen, Krankenhäuser, Brücken, Straßen wurden während des New Deal gebaut. Das Civilian Conservation Corps, ein Beschäftigungsprogramm für arbeitslose junge Männer, pflanzte 3 Milliarden Bäume. Und wenn man auch von Vollbeschäftigung bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch weit entfernt war, standen doch Millionen Erwerbslose wieder in Arbeit und Brot. Entsprechend populär war Roosevelt in breiten Schichten der Bevölkerung. Einzelne Anhänger des New Deal sollen sogar ihre Babys nach dem Präsidenten benannt haben. Zumindest behauptet das Judy Garland in ihrem Song Franklin D. Roosevelt Jones. I am here to say it's a big holiday everywhere. For the Jones family has a brand new heir. He's a joy heaven sent, and they proudly present Mr. Franklin D. Roosevelt Jones. Der Präsident des New Deal war freilich nicht überall so beliebt. Ganz im Gegenteil. In den konservativeren Teilen der amerikanischen Gesellschaft wurde Roosevelt mit einer Inbrunst gehasst, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Anton Pelinker blickt zurück. Aus der Sicht der Besitzenden, der Reichen, aus deren Kreisen er ja gekommen ist, er war ein extrem wohlhabender Mann, aus dieser Sicht war er so etwas wie ein Verräter, weil er Umverteilung betrieben hat, weil er durch seine Arbeitsprogramme ganz klar die Interessen der sozial Schwachen, der Arbeitnehmer vertreten hat. Es war vor allem das Zeitungsimperium des reaktionären Medien-Tycoons William Randolph Hearst, das gegen Roosevelt mobil machte. In den Printmedien war es sehr polarisiert, wobei die traditionelleren Printmedien, auch etwa die Chicago Tribune, ein sehr isolationistisches Blatt zu der Zeit, die hat sich dann auch gegen die Außenpolitik Roosevelts stärker gewandt. In den Printmedien hat es scharfe Kontroversen gegen ihn gegeben, Polemiken gegen ihn. Also er war keineswegs der Darling aller Medien, sondern er hat die Medien meisterhaft genutzt, hat damit auch der medialen Opposition, Chicago Tribune, Hearst Presse, hat damit auch Wind aus den Segeln genommen durch diesen meisterhaften Umgang. Aber natürlich war es eine hochpolarisierte Medienlandschaft der 30er Jahre, in die Roosevelt eingestiegen ist. Es gab vieles, was die amerikanische Rechte dem Schöpfer des New Deal vorwarf. Seine Mitgliedschaft bei den Freimaurern, seine, wie man meinte, klassenkämpferische Politik, die vielen Juden, die in Roosevelts Administration arbeiteten. Das antisemitische Schlagwort vom New Deal als einem Jew Deal machte die Runde. Diejenigen unter den Republikanern, die von vornherein gegen jegliche staatliche Intervention gewesen sind und in der Sache recht doktrinär gewesen sind, haben ihn praktisch mit den Kommunisten gleichgesetzt oder wenigstens mit den Sozialisten. Das war natürlich nicht fair, aber es war eine ideologisch geprägte Sicht der Dinge, die diese Leute vorantrieben. Der Hass, der ihm entgegenschlug, vor allem aus der Hearst-Presse, aber nicht nur, aus vielen konservativen Bereichen, auch aus manchen Kirchen, war tatsächlich gewaltig. Und diese Spaltung in den USA gibt es zum Teil noch bis heute. Wie sehr der Präsident des New Deal auch Jahrzehnte nach seinem Tod noch gehasst wird in den USA, hat Reinhold Wagenleitner als Augen- und Ohrenzeuge miterlebt. Vor 10 Jahren in New Orleans
gab es nach einem Vortrag von mir eine Diskussion, und da gab es einen Hassausbruch gegen Roosevelt in einer Universität, in einer universitären Veranstaltung, wo ich mir dachte, das darf ja nicht wahr sein. Das heißt, Roosevelt spaltet bis heute noch in der Einschätzung Menschen, die sonst für Politik überhaupt nichts übrig haben. Es gab aber immer auch andere Stimmen. Die deutschen Emigranten in den USA etwa waren zum überwiegenden Teil Rooseveltianer. Thomas Mann zum Beispiel. Er hat den 32. Präsidenten der USA von Anfang an als demokratischen Gegenspieler Adolf Hitlers bewundert. Thomas Mann schreibt in einem Brief: Hier ist einmal ein Massendompteur modernen Stils, der das Gute oder doch das Bessere will. Ich bin ihm zugetan als dem geborenen Gegenspieler gegen das, was fallen muss. Ähnlich der Befund des Philosophen Jesaja Berlin. Roosevelt hatte die ganze Charakterstärke und Energie und Geschicklichkeit der Diktatoren. Aber er stand auf unserer Seite. Auch als Überwinder des europäischen Faschismus, zu dessen Sturz Roosevelt als oberster Kriegsherr der Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg entscheidend beigetragen hat. Man wird in der jüngeren Geschichte nicht leicht einen Politiker finden, der so sehr eine Kraft zum Guten gewesen ist wie Franklin Delano Roosevelt, schreibt Jan Ross in einer großen, jüngst erschienenen Roosevelt-Würdigung in der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Gleichwohl gibt es auch posthume Kritik an Roosevelt und am New Deal. Entfernte Verwandtschaft etwa nennt der deutsche Historiker Wolfgang Schievelbusch eine bei S. Fischer erschienene Untersuchung, in der er auf gewisse kollektivistische Parallelen zwischen dem New Deal und dem europäischen Faschismus hinweist. Auch eine Verwandtschaft zwischen dem New Deal und den planwirtschaftlichen Experimenten der Sowjetunion ist immer wieder behauptet worden. Für Anton Pelinker ist das nicht nachzuvollziehen. Also ich halte diese Einschätzung, dass Roosevelt, sei es eine Politik mit faschistischen Zügen, sei es mit kommunistischen Zügen geplant und durchgeführt hat, für eine polemische, maßlose Übertreibung. Und natürlich wissen wir, dass es bei Mussolini und bei Hitler auch Staatsinterventionismus gegeben hat, der nicht völlig etwas anderes war. Man könnte sagen, das waren die Keynesianer dieser Zeit, Roosevelt, Mussolini, Hitler. Nur wenn man öffentliche Investitionen macht, ist man noch kein Faschist. Nur wenn man Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen mit öffentlichen Investitionen verbindet, dann wird man zum Faschist. Und da Roosevelt ja seine Programme als Programme im Rahmen des demokratischen Rechtsstaates durchgeführt hat, sind die Parallelen zu Stalin, Mussolini und Hitler an den Haaren herbeigezogen und eine nicht haltbare Polemik. Roosevelt kam im selben Jahr an die Macht wie Adolf Hitler. Und er trat, wie der deutsche Diktator, im April 1945, nach 12 Jahren an der Macht, wieder ab. Eine verblüffende Parallele. Zusammen mit Churchill war Roosevelt der welthistorische Gegenspieler des Nationalsozialismus und des europäischen Faschismus. Dabei gab es diktatorische Versuchungen Anfang der 30er Jahre auch in den USA. Die liberale Demokratie schien damals vielen erschöpft. Faschismus und Kommunismus erschienen nicht wenigen als stärkere, frischere Systemalternative. Dem entgegenzutreten, die parlamentarische Demokratie gegen alle totalitären Herausforderungen als zivilisiertes und humanes Regierungsmodell gerettet zu haben, bleibt das welthistorische Verdienst Franklin Delano Roosevelts. Also ich würde meinen, er ist, wenn man einmal vom Streit, wer von den Gründungsvätern da wichtig ist, absieht, neben Lincoln, der wichtigste Präsident der USA bis zum heutigen Tage. Und ob ihm Barack Obama einmal den Rang ablaufen wird, das wird sich zeigen. Günter Kandelsdorfer hat diese Reihe über den New Deal und die Sozialreformen Franklin D. Roosevelts gestaltet. Sie können heute einen Text zu dieser Serie nachlesen, und zwar auf unserer Homepage oe1.orf.at. Und nachhören können Sie diese Serie sowie unsere Reise auf die Galapagosinseln in der Radiokolleg-Abendausgabe ab 22.15 Uhr auf Ö1.
Er war der 31. Präsident der Vereinigten Staaten, Franklin D. Roosevelt. Ähnlich wie der erst kürzlich angelobte 44. Präsident, Barack Obama, stand auch Roosevelt einer enormen Wirtschaftskrise gegenüber. Die heutige Welt ist durch die Globalisierung der Wirtschaft, die engen Verflechtungen und Vernetzungen freilich eine andere als jene der 30er Jahre. Und so lässt sich Roosevelts Rezept des New Deal ganz gewiss nicht auf das heutige Amerika 1:1 übertragen. Und trotzdem, was können wir von den Sozialreformen lernen? Was blieb? Günter Keindelsdorfer unternimmt heute zu Beginn seiner historischen Recherche einen Ausflug ins Private. Im März 1905 heiratete Franklin D. Roosevelt, damals noch Student in Harvard, eine entfernte Verwandte aus dem Roosevelt-Clan, Eleanor Roosevelt, eine hochgebildete junge Frau, die sich später als Sozialreformerin und energische Feministin einen Namen machen sollte. Eine der politisch fruchtbarsten Partnerschaften des 20. Jahrhunderts begann und sie hielt, allen ehelichen Aufs und Abs zum Trotz, bis zu Roosevelts Tod im April 1945, wie der Politikwissenschaftler Anton Pelinka betont. Also Eleanor Roosevelt war sicherlich die bemerkenswerteste, was ihr politisches Gewicht betrifft, First Lady in der Geschichte der USA. Sie hat ein eigenständiges Profil gehabt. Sie war im amerikanischen Spektrum noch einige Nuancen linker. Man könnte auch sagen, sie hat es sich leisten können, denn sie musste ja keine Mehrheiten bei Wahlen gewinnen. Und sie hat Positionen gehabt, etwa in der Frage der Rassentrennung, der Rassendiskriminierung, die ihr Mann sich nicht zu äußern getraut hat, weil er auf die Stimmen der Südstaatendemokraten angewiesen war, im Kongress, bei der Präsidentschaftswahl. Daher war Roosevelt im Kampf gegen die Rassendiskriminierung sehr zögerlich. Die Geschichte des New Deal wäre ohne Eleanor Roosevelt eine andere gewesen, meint auch der Historiker Mitchell Ash. Sie hat gewisse Sympathien für vor allem die moralisch bewegten Linken in den USA. Also es ging ihr um Gerechtigkeit. Sofern man soziale Gerechtigkeit dazu sagt, dann kann man sie zu den Linken zählen. Aber doktrinär war sie nie. Sie hat auch keine besonderen Sympathien für die Kommunisten oder für irgendeine Parteirichtung. Und das hat ihr ganz großen Respekt bei der Bevölkerung eingebracht. Als überzeugte Antifaschistin hat sich Eleanor Roosevelt nach dem Kriegseintritt der USA vor allem auch an die Frauen des Landes gewandt. At the present time, it is of paramount importance that the women and girls of our country be given training so that they may do their share in the war emergency. How this training is given and who does it is of great interest to us all. Aus der Ehe der Roosevelts gingen 6 Kinder hervor, 5 Söhne und eine Tochter. Was Franklin D. nicht daran hinderte, 1916 eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit Lucy Mercer, einer der engsten Mitarbeiterinnen seiner Frau, einzugehen. Eleanor bot, als sie draufkam, ihrem Mann die Scheidung an. Roosevelt entschied sich für die Familie. Eleanor akzeptierte, stellte aber ihre Bedingungen. Es gab fortan keine sexuellen Beziehungen mehr zwischen den Eheleuten. Eleanor begann sich nun ihrerseits Freiheiten herauszunehmen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten ging sie auch erotische Beziehungen mit einigen ihrer engsten Freundinnen ein. Die First Lady des New Deal war eine durch und durch emanzipierte Frau. Es ist natürlich die Geschichte der ehelichen Beziehung der beiden Roosevelts ist für sich allein genommen schon sehr spannend. Es ist sicherlich so, dass zumindest nach der Polioerkrankung von Franklin Roosevelt, aber auch schon vermutlich davor, als es diese ja in der Literatur ausführlich beschriebene große Affäre Franklin Roosevelts mit einer Mitarbeiterin seiner Frau gegeben hat, dass das eher eine intellektuelle Allianz war und weniger eine Lebensgemeinschaft im eigentlichen Sinn. Beide haben sich ihre Freiheiten genommen, wobei natürlich Eleanor Roosevelts Freiheit insofern größer war, als sie weder durch das Protokoll des Weißen Hauses so eingeschränkt war, noch durch die Krankheit. Denn Roosevelt war ja schwer beweglich. Es gibt unterschiedliche Berichte, ob er sich selbst allein angleiten konnte, um nur seine körperliche Behinderung zu zeigen, was übrigens bei Mussolini zu sehr, sehr machistischen, abwertenden Bemerkungen geführt hat. Also das zeigt sehr deutlich, dass zwischen den beiden es
um eine politische Gemeinsamkeit gegangen ist und nicht mehr wie in den Anfängen ihrer Ehe um eine persönliche Liebesbeziehung. Als Franklin D. Roosevelt im März 1933 unter tatkräftiger Mithilfe seiner Frau den New Deal ins Werk setzte, war die Lage in den USA desaströs. Die Bankenkrise hatte ihren Höhepunkt erreicht. 5/6 des Gesamtaktienwerts von 1929 hatten sich in Luft aufgelöst. Die Arbeitslosigkeit betrug unvorstellbare 25%. Auch wenn die Situation damals deutlich schlimmer war als heute. Barack Obama steht 2009 vor ähnlichen Problemen wie Roosevelt vor 75 Jahren. Da liegt die Frage nahe, wie sehr taugt der New Deal der 30er Jahre als Vorbild für heute? Der Wirtschaftshistoriker Peter Berger. Ob man das 1:1 heute sich zum Vorbild nehmen wird können, das ist zu bezweifeln, weil in der Geschichte nie die Dinge sich so wiederholen. Aber mit Sicherheit ist Obama jemand, der an Roosevelt glaubt, wie übrigens Frau Clinton auch. Ich glaube, sie hat wiederholt, auch als Gattin des vormaligen US-Präsidenten gesagt, dass sie Eleanor Roosevelt sehr verehrt, dass sie ihren Mann sehr verehrt. Also ich glaube schon, dass es da einen gewissen Bezug zu diesen Sachen in den 30er Jahren gibt. Ganz ähnlich sieht das der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Schulmeister. Der New Deal kann zu einem Teil sehr wohl ein Vorbild sein für den neuen Präsidenten Obama, zum anderen nicht. Was meine ich damit? Der eine Teil, wo der New Deal Vorbild sein kann, das betrifft die Grundhaltung zu Fragen der Ökonomie und der Gesellschaft. Die Grundhaltung, die davon ausgeht, das System Politik in Gestalt des Staates hat hohe Mitverantwortung für die ökonomische Entwicklung einer Gesellschaft, die dann letztlich auch die soziale Entwicklung prägt. Das ist eine Anti-Haltung zur neoliberalen Haltung, die sagt, der Staat soll sich heraushalten, laissez-faire, laissez-passer, das heißt, die Märkte sollen nur frei sich entfalten können, dann wird alles zum Besten geordnet sein. Und davon kann natürlich Obama sich was abschauen und wird es auch, das hat er schon angekündigt. Wo kann das New Deal nicht Vorbild sein? Ja, natürlich nicht in den einzelnen oder nicht in allen einzelnen Maßnahmen, einfach deshalb, weil die Umstände heute andere sind als vor 70, 80 Jahren. Wo sehe ich die Hauptunterschiede? Das ist der Grad der Globalisierung der Wirtschaft. Das ist überhaupt keine Frage, dass Strategien, die ein einzelnes Land allein durchzuziehen versucht, an die Grenzen stoßen werden, wenn sie nicht koordiniert mit anderen Ländern sind. Die staatlichen Investitionen, die Roosevelt und seine New Dealer in den 30er Jahren tätigten, waren gigantisch. 122.000 öffentliche Gebäude wurden während Roosevelts Amtszeit gebaut, 77.000 Brücken und 285 Flugplätze. Dennoch ist unter Wirtschaftswissenschaftlern durchaus umstritten, wie erfolgreich der New Deal nun tatsächlich war. Die Massenarbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten wurde nämlich erst durch die Kriegskonjunktur ab 1941 vollends beseitigt. Stefan Schulmeister. Sicher ist, dass der New Deal die Weltwirtschaftskrise nicht nachhaltig überwinden konnte. Nur, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass, wenn es den New Deal nicht gegeben hätte, die katastrophale Entwicklung in den USA weitergegangen wäre. Ob der gesamte Aufschwung, den man dann ab den 40er Jahren hatte oder ab den späten 30er Jahren hatte, durch den New Deal zustande gekommen ist, ist fraglich und das ist Gegenstand akademischer Diskussion. Meint der Wiener Wirtschaftswissenschaftler Peter Rosner. Aber der New Deal hat dazu beigetragen, dass es dann doch wieder bergauf gegangen ist. Sowohl in der Bankenpolitik als auch in der Staatsausgabenpolitik, Fiskalpolitik, hat Akzente gesetzt, die eindeutig auf Expansion aus waren. Dass man das machen soll, ist heute fast unumstritten. Damals war das eine radikale Neuerung.
Dass er mit den Spekulationsexzessen auf den Finanzmärkten Schluss machen möchte, hat Roosevelt bereits in seiner berühmten Amtsantrittsrede im März 1933 betont. Yes, the money changers have fled. Die Geldwechsler sind von ihren hohen Sitzen im Tempel unserer Zivilisation geflohen. Nun können wir diesen Tempel erneut den alten Wahrheiten weihen. Diese Wiederherstellung wird uns in dem Ausmaß gelingen, in dem wir edlere soziale Werte anerkennen als den bloßen Geldwert des Profits. Ein Grund, warum der New Deal natürlich die Weltwirtschaftskrise nicht nachhaltig überwinden konnte, war, dass all diese Maßnahmen auf einen bestimmten Bereich fokussieren, insbesondere auf die Bauwirtschaft. Wenn ein Land wie die Vereinigten Staaten, das damals schon das Industrieland Nummer 1 waren, nicht gleichzeitig massive Impulse für die Industrie bekommt, dann bleiben solche Stimulierungen natürlich einseitig, können sozusagen nicht auf breiter Front die Wirtschaft stimulieren. Auch wenn man über Details diskutieren kann. Im Großen und Ganzen, so meint der Ökonom Peter Rosner, lag Roosevelt mit seiner Wirtschaftspolitik richtig. Ja, ich glaube doch, dass man sagen kann, er hat das Richtige gemacht. Was könnte man dagegen sagen? Man kann von einer radikal-liberalen Position, könnte man sagen, dass das eigentlich die Ursache der heutigen Schwierigkeiten sind bereits damals gelegt worden, und die Ursache der Inflation der 60er Jahre sind bereits damals gelegt worden. Das ist alles möglich. Das kann man sagen, und darüber kann man akademisch streiten. Aber das ist ein bisschen, wie wäre die Geschichte gelaufen, wenn nicht? Ja, tatsächlich ist es dann besser geworden. Am 12. April 1945, wenige Wochen vor dem Sieg der alliierten Truppen über Hitler-Deutschland, stirbt Franklin D. Roosevelt an den Folgen einer Gehirnblutung. Von seinem Zweitwohnsitz in Warm Springs, Georgia aus, wird der Sarg des Präsidenten in einem Eisenbahnzug nach Washington überführt. The 31st President of the United States leaves Warm Springs forever. All along the 700-mile route, people gather to honor President Roosevelt and his ideals. Da standen sie zu Hunderttausenden an der Bahnstrecke. Die viel zitierten kleinen Leute, denen Roosevelt und der New Deal zu einer neuen Lebensperspektive verholfen hatten. Schwarze, Weiße, Frauen, Männer und Kinder. Auch in Washington D.C. gaben Hunderttausende dem Präsidenten die letzte Ehre. Across from the White House in Lafayette Park, the men, women and children whom Franklin Roosevelt served so well watch in tearful silence. Er hat offenbar für die amerikanische Bevölkerung etwas ganz Besonderes dargestellt oder verkörpert, symbolisiert, kann man ruhig sagen. Er hat viele Fehler gemacht, das wird inzwischen klarer ins Bewusstsein gerückt, aber das soll, glaube ich, nicht davon ablenken, dass er, wo es wesentlich war, in der Mehrheit der Fälle richtig gelegen ist. In seiner Roosevelt-Monographie zitiert Alan Posener einen Straßenjungen aus New York. Einen von denen, die sich auch in den 30er Jahren durchs Leben schlagen mussten, indem sie Autofahrern an der roten Ampel die Windschutzscheibe putzten. Für mich ist Präsident Roosevelt einmalig. Er ist der Erste, der überhaupt an Leute wie mich gedacht hat. Soziale Politik für die Menschen. Das versuchte Franklin D. Roosevelt mit seinen Sozialreformen des New Deal im Amerika der 30er Jahre. Günter Keindelsdorfer hat diese spannende Reihe gestaltet und präsentiert. Eine fruchtbare Verbindung zwischen Sozialkritik und Kunst und Kultur. Auch das war die Zeit des New Deal in den USA, wie Günter Keindelsdorfer jetzt gleich erzählt. Hören Sie den vierten und letzten Teil seiner Sendung über die Frage, wie Franklin D. Roosevelts Sozialreformen die USA veränderten. Ein spannendes Stück Zeitgeschichte.
Arbeitslose auch jenseits der 70 prügelten sich um einige wenige Jobs. Kinder hungerten, Millionen hausten in elenden Armutsbezirken am Rande amerikanischer Großstädte, in windschiefen Hütten aus Pappkarton und Wellblech. Das war die Situation auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Franklin D. Roosevelt, der einzige US-Präsident, der viermal gewählt wurde, versuchte dem Massenelend mit einem ambitionierten Reformprogramm beizukommen, dem New Deal. Überall im Land wurden Schulen, Kliniken, Spielplätze, Brücken, Gerichtsgebäude und Bibliotheken gebaut, um die Arbeitslosigkeit einzudämmen. Und damit nicht genug. Der New Deal nahm sich auch der darbenden Künstlerinnen und Künstler an. In einer Reihe ambitionierter Programme wurden Schriftsteller, Maler, Musiker und Fotografen gefördert. Der Salzburger Historiker Reinhold Wagenleitner blickt zurück. Die Works Progress Administration hat an Tausende und Abertausende von Künstlerinnen und Künstlern Aufträge ausgegeben. Die berühmtesten innerhalb der USA sind die an den neuen oder reparierten öffentlichen Gebäude angebrachten sogenannten Murals, also Frescos. Das war damals eine Mode, dass man sozusagen so Frescos wie aus der Zeit der Renaissance an diesen Gebäuden anbrachte. Und die berühmtesten dieser Frescos stammen von Diego Rivera, von den mexikanischen Künstlern. Aber da gibt es insgesamt an die 35.000 Gebäude. Müssen Sie mal vorstellen, was das für ein Auftrag ist für Künstler, die dort angestellt werden. Aber es ging viel weiter. Es wurden Autoren bezahlt, die Leute interviewten, um zum allerersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten den sogenannten Mann oder die Frau von der Straße einmal zu dokumentieren in ihrer Kultur und so weiter. Es wurden viele Menschen geschickt in die Baumwollfelder und in die kleineren Orte im Süden, um bei den African Americans Blues-Sänger aufzunehmen, Worksongs aufzunehmen, Spirituals aufzunehmen. All das wurde dokumentiert und kann heute in der Library of Congress angehört werden. Und jedes Mal, wenn mir Fahrt wird bei der Arbeit, bei der Forschungsarbeit, falls ich in Washington bin, gehe ich dann auch dorthin und höre mir Aufnahmen an, die zum Teil bis heute nicht veröffentlicht wurden. Aber das hat natürlich dann die populäre Kultur ganz ungemein beeinflusst. So long, it's been good to know you. So long, been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is a-blowing me home. Woody Guthrie war der Liedermacher des New Deal. Er trampte als Hobo durch die Vereinigten Staaten, verdingte sich als Plantagenarbeiter, trat in Bars und Kneipen auf, ehe er durch das Radio zu einem der Superstars der amerikanischen Folkmusik wurde. Woody Guthrie wurde zu der Folk-Ikone gemeinsam mit Pete Seeger und Ledbetter. Er war in den 30er Jahren ähnlich bekannt, dass er das Radio hat es ähnlich brillant verwendet wie der Präsident Roosevelt, war ein Kommentator in seinen weit über 1000 Songtexten, ein Kommentator auch wieder des kleinen Mannes und der Probleme der kleinen Frau. Ich erinnere an seine Lieder über den Coolie-Staudamm am Columbia River oder This Land is Your Land, This Land is My Land, wo er tatsächlich, wenn man das zunächst sich anhört, dann könnte man sagen, das könnte ein nationalistischer Song sein, aber eigentlich sagt er nur, das Land gehört nicht den Großkopferten und den Businessleuten, sondern das Land gehört dir und mir und damit sind die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint. This land is your land and this land is my land from the California to the New York Island. Woody Guthrie sah sich selbst als sozialistischen Patrioten. Er trat bei Gewerkschaftsveranstaltungen und Streiks auf und er unterstützte die großen Staudammprojekte des New Deal, indem er Konzerte für die daran beteiligten Arbeiter gab. I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Roosevelts New Deal nahm sich auch der amerikanischen Literaturszene an. Im Rahmen des sogenannten Federal Writers Project wurden 6.600 Intellektuelle in Arbeit und Brot gestellt. Schriftsteller, Historiker, Geographen und Anthropologen. Sie sollten Geschichte und Kultur der amerikanischen Nation für die Nachwelt dokumentieren.
So entstand die berühmte American Guide Series, eine Reihe kulturgeschichtlicher Reiseführer durch die Vereinigten Staaten. Namhafte Schriftsteller arbeiteten für das Federal Writers Project, John Cheever, Saul Bellow, Richard Wright und natürlich John Steinbeck, der Schriftsteller des New Deal. Ähnlich wie Woody Guthrie wurde John Steinbeck in der Literatur zu einem Symbol für die Beschreibung der Armut, der tatsächlichen Realität der Vereinigten Staaten. Und ähnlich wie Roosevelt wurde John Steinbeck zu einem der meist gehassten und meist beliebten Schriftsteller der USA. Das kann man bis heute sehen, wo man dann immer wieder in konservativen Kulturzeitschriften die Frage, wenn es zu einem Geburtstag, zu einem Runden kommt bei Steinbeck, warum der überhaupt den Nobelpreis bekommen hat. Das war der schlechteste Schriftsteller der Vereinigten Staaten nach Meinung dieser Autoren. Und wieso hat er denn, der konnte den Nobelpreis nur bekommen, weil sozusagen das Literatur-Nobelpreiskomitee nicht nur keine Ahnung hat, sondern von Linken unterwandert ist. Davon konnte und kann natürlich keine Rede sein. Vor allem Steinbecks Roman »Früchte des Zorns« gilt bis heute als eines der Schlüsselwerke des New Deal. Steinbeck schildert das Schicksal der Familie Choate aus Oklahoma. Wie tausenden anderen kleinen Farmpächtern werden den Choates während der großen Depression die Kredite gekündigt. Wie tausende andere Familien aus Arkansas und Oklahoma auch, brechen sie mit einem wackligen Lastwagen in Richtung Kalifornien auf. Ins gelobte Land, wie sie glauben. Ein Irrtum. In Kalifornien werden die Migranten in Steinbecks Roman von Bürgerwehren malträtiert, skrupellose Agenten gaukeln ihnen gute Arbeitsbedingungen vor, während sie in Wirklichkeit für einen Hungerlohn als Streikbrecher ausgebeutet werden. Früchte des Zorns ist eine wuchtige Anklage gegen die Hartherzigkeit der Besitzenden, ein packendes und berührendes Stück Literatur, das die Zähigkeit und die Widerstandskraft des sogenannten einfachen Volkes feiert. Der in Wien lehrende Historiker Mitchell Ash meint über John Steinbeck und seine damals viel diskutierten Bücher: Man kann schon sagen, dass auch er, wie so viele Künstler der damaligen Zeit, sich verpflichtet fühlte, sich auf die Seite der Entrechteten zu setzen. Also dieser eine Roman, Früchte des Zorns, ist nur einer von vielen. Cannery Row ist ein anderer, wo es um die Arbeiter in den Fischeinbüchsungsfabriken in Kalifornien gegangen ist. Mehrere andere solche Beispiele. Filme wie Salt of the Earth, daran hat er mitgewirkt. Also immer dasselbe, es geht um Parteinahme. Es geht ganz bewusst um Parteinahme, wenn es sein musste, auf Kosten des guten literarischen Stils. Er hat stattdessen gemeint, also plain speaking, also direkter Stil ist das Richtige in diesem Moment. Ich kümmere mich weniger um das, was die Elite für Ästhetik hält. Früchte des Zorns erschien 1939. Der Roman erregte unerhörtes Aufsehen, wie 30 Jahre zuvor schon Upton Sinclairs Schlachthofroman The Jungle. Früchte des Zorns wurde von konservativen Rezensenten als Aufreizung zum Klassenkampf verurteilt. Andere lobten das Buch als ebenso sprachgewaltige wie fesselnde Anklage der amerikanischen Klassengesellschaft. 1940 verfilmte John Ford den Roman. Henry Fonda spielt den Ex-Sträfling und späteren Gewerkschaftsaktivisten Tom Joad. Warum müssen unsere Leute wie Schweine leben? Und gutes, reiches Land liegt brach. Wie ist es möglich, dass einer 1 Million Morgen hat und 100.000 Farmer verhungern? Tommy, du hast doch nicht vor, jemanden umzubringen. Nein, war das nicht. Es ist nur so. Weißt du, da ich sowieso nichts zu verlieren habe, vielleicht kann ich was tun. Vielleicht kann ich irgendwie dahinter kommen, wenn ich die Augen offen halte, was da alles nicht in Ordnung ist. Und dann sehen, ob man nichts dagegen unternehmen kann. Früchte des Zorns ist eines der ersten Roadmovies der Filmgeschichte. Wie Steinbecks Roman arbeitet auch der Film mit reichlich religiöser Metaphorik, unvermeidbar wohl in den USA. Auch John Ford erhöht, wie zuvor John Steinbeck, den Gewerkschafts- und Menschenrechtsaktivisten Tom Joad zu einer christusähnlichen Erlöserfigur. Im Verborgenen werde ich da sein. Ich werde überall sein. Wo immer hungernde Menschen um ihr täglich Brot kämpfen, ich werde da sein. Wo immer ein Polizist einen Mann schlägt, ich werde da sein. Wo immer einer aufschreit in seinem Zorn,
Ich werde da sein. Und ich werde in der Freude der Kinder sein, die Hunger haben und satt werden. Ich werde da sein. Dieser Film, der während des Zweiten Weltkriegs aufgenommen wurde und hervorragende Einspielergebnisse erreichte, wurde zum Beispiel in Österreich und in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg von der US-amerikanischen Besatzungsmacht verboten. Der durfte in den amerikanischen Besatzungszonen nicht aufgeführt werden und ironischerweise wurde er zum Beispiel in Österreich und in Deutschland in der sowjetischen Besatzungszone aufgeführt, als Beispiel dafür für die Inhumanität des Kapitalismus der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kulturpolitik des New Deal förderte nicht nur Schriftsteller und Musiker, auch bildende Künstler en masse kamen in den Genuss staatlicher Subventionierung. Das Federal Art Project brachte mehr als 1000 künstlerische Publikationen heraus. Junge, in den 30er Jahren noch weitgehend unbekannte Künstler wie Jackson Pollock und Willem de Kooning wurden vom Federal Art Project mit Aufträgen versorgt. Es gab Programme für Künstler, die zum Beispiel herangezogen worden sind, neue kooperative Projekte zur Schaffung von Kunstwerken zu entwickeln. Subventionen, Förderungen wurden bereitgestellt, um beispielsweise Fotografen durch den Süden schicken zu lassen. Walker Evans ist da ganz berühmt in diesem Zusammenhang, die amerikanische Gesellschaft von einem Blickwinkel aufgenommen haben, der bis dahin nicht so bekannt war. Meisterfotografen wie Walker Evans und Dorothea Lang bereisten die Elendsgebiete der USA, porträtierten Wanderarbeiter, Arbeitslose, verarmte Farmpächter und ihre Familien in brillanten Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Diese Fotografen kreierten sozusagen die Ikonen des New Deal. Und insgesamt, wenn man sich sozusagen diese Aufträge für die Künstler ansieht, dann kann man sagen, dass das tatsächlich das erste und bisher einzige Mal in der Weltgeschichte war, dass hier ohne absoluten politischen Druck, nicht in der Sowjetunion damals oder auch wie zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und dann in Österreich, Künstler in einer gewissen Freiheit etwas dokumentieren konnten, was die USA als sogenannte Demokratie eigentlich erst zu einer Demokratie machte, nämlich die große Mehrheit der Bevölkerung ins Bewusstsein der Künstlerinnen und Künstler und dadurch in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Auch aus heutiger Sicht markieren die 30er Jahre eine der fruchtbarsten Etappen der amerikanischen Kulturgeschichte. Von Woody Guthrie bis John Steinbeck, von Lillian Hellman, der Dramatikerin, bis zu Charlie Chaplin. Sozialkritik und Kulturindustrie gingen damals eine mehr als produktive Symbiose ein. Eine Symbiose, der erst Senator McCarthy Anfang der 50er den Garaus machte. Und ausgerechnet John Ford war es, der bekennende Konservative, der mit seinen Früchten des Zorns das filmische Meisterwerk des New Deal geschaffen hatte. Wir sind geschlagen worden. Aber sicher. Und gerade das macht uns stark. Die Reichen, weißt du, die kommen und gehen. Sie sterben, ihre Kinder taugen nichts und Schluss und aus. Aber wir sind nicht tot zu kriegen. Wir sind die Menschen, die leben. Uns wird es immer geben, Pa, denn wir sind das Volk.